Na, warte. Ich kann auch das hier machen. Aber dann passiert sowas. Das ist gerade echt seltsam, Leute. Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Shine. Wir sind gerade auf dem Weg Richtung Schneebiom, denn ich brauche unbedingt Schnee. Ja, Wolle und Schnee brauche ich, um die Runen fertigzustellen. Und ja, ihr habt mich daran erinnert, ich muss Spark noch seinen Diamanten zurückgeben. Das werde ich auch noch in der Folge machen. Aber jetzt ist erstmal der Schnee wichtiger. Und deswegen begebe ich mich jetzt auch Richtung Schneebiom. Und das ist alles in die Richtung da. So. Wow. Was steht da? Aromakor. Was? Wie? Hä? Was ist das für ein Chor? So, ich weiß, da ist ein Turm. Da werde ich aber nicht reingehen, weil ich nicht gut genug ausgerüstet bin. Ich laufe in diese Richtung, weil ich glaube, dass hier irgendwo die Berge waren mit dem Schnee, wo wir in der letzten Folge gestartet sind. So, bin mir aber nicht 100% sicher. Ich glaube, dann war es eher in die Richtung nach da. Wow. Mist, hier komme ich irgendwie nicht weiter. Warte mal. Ein Jump'n'Run-Versuch. Hä, warum kann ich jetzt nicht gescheit rennen? So, Achtung jetzt. Oh, Verdammt. Hä, warum springt der nicht? Wir spielen jetzt hier eine Runde Jump League. Achtung. Gut, klappt doch. Mensch. Oh, da ist Lava. Oh. Wir müssen in die Richtung. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Hier hinten ist das Schneebiom gewesen. Ach Mensch, dann muss ich mir noch schnell eine Schaufel craften. Ist alles kein Problem. Wir haben ja alles dabei. So, dort hinten. Da, ich sehe schon den ersten Schnee. Nee, war das Schnee? War das Schnee? Da oben ist auf jeden Fall. Was ist das da? Da brennt irgendwas. So, egal. Ich habe Schnee gefunden. Das ist schon mal gut. Habe ich. Was habe ich denn dabei? Ich kann mir eine Workbench machen. Das ist gut. So, ich brauche nämlich eine Schaufel. Einmal zack und zack. Ja gut, ich kann jetzt einfach mal hier platzieren, so, und dann zack, zack, und na gut, eine Holzschaufel reicht auch aus, so, zack. Sehr schön, okay, dann hätten wir das, dann brauche ich da jetzt ein Batzen Schnee. Was ist das da für ein Viech? Irgendein Skelett oder so? Okay, warte mal. Achtung, und pam. Mist, ich muss höher zielen. Nein, nicht getroffen. Komm! Ja! Alter, und es ist down. Instant down einfach. Wow, dieser Zauberstab, der hat's echt drauf. Gucken wir mal, hat's vielleicht noch was gedroppt, ohne dass es, ja, ohne dass es, verbrannt ist in diesem Feuer da. Nee, hat leider nichts gedroppt. Und EP hat's auch nicht gedroppt. Schade. Das wäre jetzt natürlich toll gewesen. So, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen da. So, wir brauchen den Schnee, um an unsere Rune zu kommen. So. Achtung, und dann wollten ja noch ein paar Leute wissen, was man mit Botania überhaupt alles herstellen kann. Was für Items und so. Das werde ich euch gleich zeigen. Allerdings wollen wir uns erstmal hier ein bisschen um den Schnee kümmern. So. So und so. Ja, da oben haben wir genug Schnee. So. Gut, und Wolle müsste ich auch locker hinkriegen. So, eins, so. Jetzt habe ich zwei Schneeblöcke. Die brauche ich. Aber ich nehme trotzdem noch ein bisschen mehr Schnee mit. So. Okay, perfekt. Und ja, ich zeige euch jetzt mal kurz, was man mit Portania machen kann. Also erstmal die alle Blöcke hier. Und ja, pass auf. Zum Beispiel am Schluss kann man solche Items hier herstellen. Was, also hier zum Beispiel einen Soul Scribe. Was der ganz genau kann, weiß ich selber noch nicht. Aber hier sind richtig coole Items und Runen mit dabei, die man craften kann. Hier richtig coole Rüstung und so. Und jo, hier kann man zum Beispiel Details, Armor, XP-Level und so, das kann man dann aufwerten. Also so das High-End-Content weiß ich selbst nicht alles Bescheid. Man kann auch hier Tränke brauen damit. Aber ich habe einfach voll Bock drauf hier zum Beispiel. Also du kannst eigentlich hier zum Beispiel diese Items dann herstellen und mit denen kann man dann richtig tolle Sachen machen. Aber das finden wir, denke ich mal, zusammen heraus. Und ich porte mich nach Hause. So, gut. Dort kann ich jetzt dann nämlich hingehen. Ich muss jetzt mal kurz hier essen. So, Sparks Diamant muss ich noch zurückbringen. So, warte, erster packe ich die jetzt mal hier unten rein. So, dann muss ich hingehen und mir die Wolle herstellen. Da habe ich irgendwo da. So, ich brauche die hier kurz, um sie zu platzieren. Eins, zwei, drei. So, zack,
das weg, das weg, das weg. So, und da haben wir noch einmal eins drin. So, daraus können wir jetzt dann den Wollblock herstellen. So, perfekt. Jetzt haben wir die Sachen, ne? Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Mana, die hergestellt werden muss. Und dazu verbrennen wir auch unser Holz. So. Mana muss hergestellt. Warte mal, ich muss das Rezept nochmal kurz nachgucken. Ich will ja diese Pflanze hier craften. So. So. Und jetzt brauche ich noch die für die Rune des Winters. Habe ich. Ah, einen Kuchen brauche ich noch. Mensch. Ja, gut, Kuh. Gib mir mal ein bisschen Milch. Wir haben doch bestimmt hier noch Eimer rumgammeln. Eimer, Eimer, Eimer. Eimer. Wie, wir haben keine Eimer. Ist es dein Ernst? Glaube ich jetzt irgendwie nicht ganz. Ein Eimer. Ich glaube, das ist dann was. Warum habe ich das? Warum habe ich keine. Oh, nee. Nein, 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 nein. Toggle down, voll. So. Ich habe keine Eimer. Das ist natürlich nicht so toll. Mist. Ich hatte doch immer einen Eimer. Vielleicht sehe ich den gerade nicht. Wenn ich ihn übersehen habe. Oh, sorry. So, ich mache mir jetzt mal kurz hier. Mache ich das da rein, das da rein, das da. Dann machen wir das da jetzt einfach so und halt, nee, da unten rein und das dahin. So, gut, dann bekommen wir Eimer. Ein Ei müsste ich, glaube ich, haben. Na, das da haben wir zwei Stück davon. Dann brauche ich noch eins, dann brauche ich noch Zucker, dann brauche ich noch Eihammer. Dann haben wir auch die Reeds. Also, warte mal, da hole ich noch mal kurz welches. Dann kann ich auch aus Spark, dir gebe ich noch den Diamant zurück. So, zack, zack, so. Da unten habe ich ja Getreide angepflanzt. Das könnten wir uns mal dann schnappen. So, so. Wow, sehr schön. Okay, gut, dann pam, 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 pam. Okay, Essen dürften wir jetzt eigentlich keine Probleme mehr haben. Und so weiter und so fort. So, einen Kuchen brauche ich jetzt erstmal. So. Einmal das. Und dann muss ich da hinten noch das andere hier organisieren. So. So. Habe ich wie viel Stück? Eins habe ich. Ne, jetzt habe ich zwei. Gut. So, und daraus muss Zucker gemacht werden. Gut. Das hätten wir. Jetzt brauchen wir nur noch einen Eimer. So, warte mal. Wir porten uns wieder nach da oben. Ah, ne, Spark, dir muss ich den Diamant noch geben. Jetzt hätte ich es fast schon wieder vergessen. Wie als ob der Diamant sagen würde: Basti, nein, gib mich nicht her oder sowas. So. Hier, Spark, du hast jetzt deinen Dia wieder. Und alles ist in Ordnung. Yay! So. Okay, wir sind hier. Oh, das sind Hühner. Wunderbar. So, meinen Turm können wir später weiterbauen. Jetzt geht es erstmal ein bisschen hier um die Eimer noch. Ich brauche ein paar Eimer. So, vier Eisen haben wir. Fünf habe ich jetzt hier. Gut, es reicht für einen Eimer. Toll. Aber ich hatte doch noch zwei Stück. Ich frage mich, wo die hin sind. So, einen habe ich hier auf jeden Fall. So. Da ist keiner drin. Ich sehe nirgends einen. Hier ist auch keiner drin. Mist, das ist es natürlich voll ärgerlich. Ich brauche unbedingt. Also, da muss ich jetzt nochmal Eisen farmen gehen. Das geht schnell, Leute. So, wir müssen den Kuchen machen. Und dann müssen wir unseren Runic-Altar nochmal benutzen. So, let's go. So, 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 so. Alles kein Problem. So, Eisen, Eisen, Eisen müsste es doch hier irgendwo noch geben, 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 geben. So, gehen wir nochmal da runter. Ach ja, da unten haben wir ja was gegraben. Da unten müsste es auf jeden Fall Eisen geben. So, ich habe da ja so einen Gang gegraben. Ja, den da meine ich. So, hier ist irgendwo Eisen. Da haben wir schon mal Eisen. Perfekt. So, ich habe drei hergegeben. Das heißt, ich muss jetzt noch. Warte. Zwei habe ich noch. Das heißt, ich muss jetzt vier Stück holen. So. Okay, gut, das Eisen müsste reichen. Dann gehen wir jetzt direkt wieder nach oben. So. Und wunderbar. Nein, nochmal hier hoch. So. Gut. Upp, 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 upp. So. Dann können wir das auch wieder in den Ofen packen. Dann können wir die Eimer machen. Eine Kuh haben wir dann auch direkt. So. Gut. Verbrennen jetzt einfach das. So. Eimer kommt hier hin und die Kuh ist jetzt nach da hinten gelaufen. Och Mensch, Kuh, lauf doch nicht weg. Lauf doch nicht weg. So, komm her. Ich brauche deine Milch. So. Hammer die Milch von der Kuh. Sehr schön. Einen Kuchen. Und dann haben wir hier zwei, drei, drei. Können wir direkt wieder einen craften. Zack, zack, zack. So. Und dann fehlt noch eins. Also hier eins. So, eins fehlt jetzt noch. Auf geht's. Dann craften wir unseren Kuchen, ne? Und dann können wir die Rune da herstellen.
Oder fehlt noch was? Habe ich denn irgendwas vergessen? Wir schauen nochmal nach. So, Achtung, zack. Diese Rune muss ich herstellen. Da habe ich die zwei Runen. Okay, gut, passt alles wunderbar. So, craften wir noch einen Eimer. Einmal, zweimal, dreimal. So, wunderbar. Das kommt dann nach hier. Das machen wir mal nach da oben. Das kommt hier hin. So. Jetzt ist erstmal der Kuchen das Wichtige. So. Zack und zack. So, perfekt. Jetzt muss ich hier in die Crafting Bench mir. Oh ne, ich muss mir erst nochmal das Ei rausholen. Das habe ich ja hier. So, zack. Gut, jetzt craften wir uns einen Kuchen. Das war ja mal die Frage bei Basti Apple im Wer wird dir Millionär Quiz. Und jetzt bin ich mal gespannt. Bin ich richtig? Nein, wahrscheinlich muss. Warte, das danach da oben. So. 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 Jo, wir haben einen Kuchen. Wir haben alle Zutaten. Das ist perfekt. So, dann kommt das nach oben. Das da nach oben. Ich brauche eine Wasserrune und eine Erdrune. So, einmal. Und zweimal. So. Ah, nee, nee, nee. Halt. Komm, du musst nochmal hier rein. So. Eins, zwei. So, zack, nee, wir sortieren das und machen es da oben rein. So. Okay, gut, dann kommt das jetzt nämlich hier drauf. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. So. Und den muss dahin. So. Zack. Und daraus wird das dann gecraftet. Und jetzt geht's los. Jetzt wird Mana gefüllt. Das ist sehr schön. So, ich muss noch ein paar Sachen organisieren zum Verbrennen. So, diese Pflanzen da, die verbrennen ja dann logischerweise die Sachen. So, wie viel fehlt denn? So, oh, das ist ja schon, das geht ja hier kräftig voll hier. So, der hat auch einiges an Mana gespeichert und das lassen wir dann auch hier rein. Okay, Leute, es geht vorwärts. So, hau rein. So, einmal noch. So, perfekt. So, let's go. Alter, diese Pflanze herzustellen ist extrem krass. So, da ist noch ein Batzen drin. Okay, wie sieht's aus, Leute? Oh, fast voll. Ich brauche noch einen Smooth Stone. So, den packen wir nochmal hier hin. So, zack. Da stellen wir auch gleich nochmal ein paar hin. So, so, so. So, gut, müssen wir kurz warten. So, das Teil dürfte jetzt gleich voll sein. Weltklasse, Leute. So. Okay. Und werden wir hier nochmal hingehen und hauen da nochmal was rein. So. Okay, es ist fast voll. Die eine Pflanzen, also die Pflanzen da, die Endo-Flames, die haben gerade nichts zum Verbrennen. So. Und so. Okay, jetzt im Moment ist er leer. Jetzt gucken wir mal nach. Wie sieht's denn aus? Okay, es ist voll. Wir brauchen jetzt nur noch den Dingens hier. Dann ist das Ganze fertig. Dann haben wir die Rune, die uns fehlt. So. So auf, das glänzt noch ein bisschen. Und dann fehlen, dann brauche ich die zwei da noch. Und das, aber das schaffen wir in der Folge nicht mehr. Ich habe ja hier noch eine Axt. Und da hinten haben wir noch Bone, also so Saplings. Ich mache mal hier noch, ich sag mal, eine extra Baumfarm. So. Ich pflanze hier mal in der Hoffnung, dass hier dann höhere Bäume wachsen. So, zack, 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 zack. Bone Meal habe ich leider keins, Leute. Aber. Sollte nicht allzu schlimm sein. Hier müssen jetzt Bäume wachsen. Da soll einer wachsen. Da soll einer wachsen. Da, 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 da. Wir bauen dann eine richtig coole Baumfarm, die Mana produziert. Da können wir richtig viel mitmachen. So, dann haben wir nämlich. Oh, nee, das da weg. Das da auch weg. So, lass erstmal hier die Bäume noch platzieren. So, sehr schön. Okay, wir sind wieder einen Schritt weiter, Leute. Ist der Stone da fertig? Oh, warte. So. So. Ah, ne, ist noch nicht fertig. Guck mal, der ist noch nicht fertig. Das ist ein Bug. Das ist doof. So, komm, verwandle dich. So, jetzt. Jetzt ist es fertig. So, gut. Und das muss ich jetzt noch drauf droppen lassen. Und, Leute. Jetzt. Hä? Warum funktioniert es nicht? Hä? Ist doch alles voll mit Mana. Achtung, so. Hä? Warum funktioniert es so nicht? Warte mal, ich brauche mal kurz das Buch. Das habe ich ja hier. So. Irgendwas funktioniert nicht. Irgendwas ist falsch. So, wir haben. Pass auf hier, Runic Altar. To utilize. Hier steht, warte, bla bla, so wieder gecraftet, das ist toll.
The most runes are bla. A separate rune of mana for seasons. Hier steht nichts mit, dass ich da was anderes drauf droppen soll. Sneaking and right-clicking, a mana will remove. Last but not least, Comparator brauche ich jetzt nicht. So funktioniert das Ganze. Ja, ich muss den da jetzt eigentlich da drauf droppen lassen. So. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht. Das ist doch das Rezept. Oder? Ich guck mal nach. So. Was ist das Problem? Toll, jetzt habe ich das alles schön hier erfarmt. Nochmal zurück. Ich brauche diese Pflanzen hier. Generating a Munch Dew heißt die. So. Die wird gecraftet aus dem Zeug hier. Und die Rune of... warte. Hier. Shift-Click. So. Wird hier raus gecraftet. Die Mana habe ich voll. Rune of Winter. Habe ich die drin? Hä? Ach so. Warte mal. Die Rune of Winter muss ich craften. So. Da habe ich die Wolle, die zwei Schneeblöcke. Hä? Warum lässt sich die nicht craften, die Rune? Ich habe doch alles drin. Erde, Water. Es ist alles drin, Leute. Muss ich vielleicht mehr Rock drauf droppen lassen? Leute, habt ihr eine Ahnung, wo der Fehler liegen könnte? Na, warte. Kann auch das hier machen, aber dann passiert sowas. Das ist gerade echt seltsam, Leute. So. Ach so, warte mal. Ups. Fail! Ah, ich habe vergessen, den Rechtsklick zu machen. Sorry. Oh Gott. Ich hab's vergessen. Tut mir leid. Ist halt so. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Basti zockt und tschüss.